Ja, einen wunderschönen guten Morgen von hier oben. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Konferenztag. Was ist die grüne Erzählung von Gerechtigkeit und Teilhabe? Ich bin beeindruckt, wie viele schon heute um 10 gekommen sind. Ich hatte ja gestern angeregt, dass wir uns hier schon am Vormittag sehen. Die Berliner sind eigentlich dafür berühmt, dass sie am Samstagvormittag sich schwer tun, um 10 schon da zu sein. Kompliment. Aber genau, Teile kommen aus Sachsen-Anhalt. Und auch bei der Gelegenheit will ich an unseren Livestream erinnern. Ich bin mir sicher, dass auch jetzt vielleicht nicht Millionen, aber Tausende mit dem Laptop im Bett verbringen. Ich war fast geneigt zu sagen, Cem, Gäste aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und unseren Konferenztag verfolgen. Und es gibt, auch das will ich nochmal erwähnen, weiter die Möglichkeit, mit dem Hashtag Grüne Erzählung sich zu beteiligen, zu kommentieren, mitzudenken. Bei Gerechtigkeitsfragen ist das Verwirrende, dass alles mit allem zusammenhängt und es deshalb auch eine gewisse Neigung gibt, von jedem Punkt auf jeden Punkt zu kommen. Dennoch ist die Dramaturgie unserer Konferenz, die Dinge so ein bisschen zu bündeln, auch ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich will noch mal daran erinnern, dass wir gestern gesprochen haben über Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft, mit der ganzen Integrationsdebatte im Hintergrund und dass wir gestern gesprochen haben über das grüne Staatsverständnis, über die grüne Erzählung von Staatlichkeit und Bürgerschaft und Petra Dobner würde sagen, auch von Staatlichkeit und Markt natürlich. Und wir können jetzt im Grunde nahtlos anschließen und wollen noch mal an einem Punkt die Debatte weiterführen, nämlich in dem Spannungsverhältnis, das gestern sich auch schon andeutete, einer Strategie, die öffentliche Infrastrukturen, die Erneuerung und Stärkung öffentlicher Infrastrukturen in Angriff nimmt und Strategien, die stärker auf die Frage der Austarierung von Sozialtransfers gehen, überhaupt der Frage von Individualtransfers. Das klingt jetzt alles etwas technisch, aber dahinter verbirgen sich natürlich zahlreiche Erzählungen. Und das ist eigentlich die Frage, die uns interessiert. Was ist eigentlich eine Erzählung funktionstüchtiger öffentlicher Institutionen, eines teilhabeorientierten öffentlichen Raums? Und was wären eigentlich Bilder einer gerechteren Gesellschaft, mit Blick auf soziale Transfers? Wir haben die große Freude, dass Cem Özdemir, den Sie gestern auch schon kurz erleben durften, uns einen kleinen Impulsvortrag gibt. Cem Özdemir ist nämlich nicht nur Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und Bundestagsabgeordneter, war vorher auch mal im Europaparlament, denkt also die europäische Dimension immer mit. Sondern Cem Özdemir war ebenfalls Vorsitzender einer Fachkommission, die Grünen über eine längere Zeit hatten, die Empfehlungen erarbeitet hat, Wege aus der auseinanderfallenden Gesellschaft. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die grüne Politik, aber überhaupt auch die grünen Milieus gerade vor der Aufgabe stehen, sich zu überlegen, was eigentlich genau die Gerechtigkeitsstrategie mit Blick auf die Bundestagswahlen sein soll. Und wir haben ebenfalls die große Ehre und Freude, dass Ulrike Herrmann hier am Samstagmorgen zu uns gefunden hat. Ulrike Herrmann muss ich auch nicht vorstellen, Wirtschaftsredakteurin der Taz und eine der relevanten öffentlichen Stimmen, das ist wirklich, scheint mir nicht übertrieben, in der gesellschaftlichen Debatte um
eine gerechte Gesellschaft und eine gerechte Wirtschaftsordnung. Lieber Cem, liebe Ulrike Herrmann, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und Cem, ich würde dir umgehend das Wort geben, circa 20 Minuten, dann der Kommentar von Ulrike Herrmann und dann gehen wir in die Diskussion. Und Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön. Ja, herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite an das internationale Publikum draußen in der Welt. Der Peter Siller hat uns so daran gewöhnt. Ich bin schon fast geneigt, wie Desiree Nosbusch damals beim Grand Prix d'Eurovision die Ansprache zu machen, aber das werde ich mir jetzt verkneifen. Ja, erstmal will ich mit Worten des Dankes beginnen an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass sie diesen Kongress macht, namentlich dem Peter Siller und stellvertretend natürlich allen anderen, die daran beteiligt sind. Und der Peter hat ja vorher das Stichwort Europa genannt. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wenn man sich mit Gerechtigkeit beschäftigt, dass man dann diese europäische Dimension immer mitdenkt. Ich finde, das zeichnet die Heinrich-Böll-Stiftung aus und zeichnet uns aus, dass wir das nicht auf den nationalen Tellerrand beschränken. So will ich auch gleich zu Beginn kurz sagen, dass anknüpfend an das, was Peter Siller gestern zu Beginn gesagt hat, um da gleich den Bogen aufzugreifen, wenn Grüne über Gerechtigkeit sprechen, dann gibt es da immer eine globale Dimension logischerweise und es gibt immer eine Dimension, die über mehrere Generationen hinwegblickt. Das ist, wenn man so will, in unsere DNA eingewoben. Da gibt es auch viel zu tun, wird jedem, glaube ich, einiges einfallen, angefangen beim Thema gerechter Welthandel oder fairer Welthandel bis zur Frage der Agrarpolitik, Stichwort Exportsubvention, bis zum Thema Schuldenbremse, aktuell das Thema europäische Solidarität, Süden Europas, aber natürlich auch die Bekämpfung von Fluchtursachen. Und trotzdem will ich mich jetzt, und ich glaube, so ist auch die Debatte gedacht gewesen, fokussieren auf unser Land, auf die Bundesrepublik Deutschland und jetzt nicht den großen Bogen machen. Jetzt kann man natürlich sagen, mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland, dass es vielen bei uns gut geht, richtig gut geht. Und die Flüchtlingskrise führt uns das ja auch ein bisschen vor Augen, denn es gibt ja Gründe, warum die zu uns und nicht woanders überwiegend wollen. Aber auch in Deutschland macht es Sinn, dass man sich das Thema Ungleichgewicht anschaut, auch wenn ich hier gleich einschränkend sagen möchte, auch beim Thema Ungleichgewicht sind die Zahlen doch ganz spannend. Ich will jetzt nicht auf die aktuellen Debatten eingehen, da gibt es ja jetzt quasi wieder diesen Streit in der Wissenschaft, je nachdem, was man unterstreichen möchte, wie groß oder wie klein der ist. Aber ich will mich mal auf eine Zahl beschränken. Spannend ist, wenn man die Umverteilung über Steuern und Sozialabgaben mitrechnet, dann zählt Deutschland immer noch, was die Einkommensunterschiede angeht. Von 146 Ländern gibt es 133, in denen die Ungleichheit höher ist. Also es ist vielleicht so als zur Einordnung nicht ganz unwichtig. Gleichzeitig haben wir eine massive Verunsicherung in der Gesellschaft. Ich meine das jetzt gar nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret. Viele schreiben in diesen Tagen Abitur. Wer mit Jugendlichen Gespräch ist, kriegt es mit. Das Abitur war auch früher schon immer wichtig. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl zurzeit, als ob daran sich Lebensentscheidungen und Lebenschancen festmachen. Also in einem relativ frühen Alter. Manche sagen sogar, dass sich je nach Schulsystem in der vierten Klasse bereits die Frage quasi entscheidet, welche Chance ich später für den Rest meines Lebens habe, wenn ich jetzt die demografische Entwicklung berücksichtige und hinzurechne, vierte Klasse und was dann danach kommt, finde ich das ganz schön heftig dafür, dass ein ganzes Leben vor einem steht, das da im Prinzip in die eine oder andere Richtung zementiert werden kann. Zugleich gibt es viele bei uns, die wenig haben, und zwar wenig Geld als auch wenig Chancen, oder oft eben beides. Und einer der größten Skandale, ohne dass ich das jetzt weiter vertiefen will, ist sicherlich, dass es nach wie vor so ist, dass wir alleinerziehende Eltern und logischerweise ihre Kinder haben, die oft alleingelassen werden, deren Schicksal Armut ist und Perspektivlosigkeit. Und dass das eine Binse ist, ist mittlerweile ja auch bekannt, genauso bekannt wie es ist, dass es uns bislang nicht gelungen ist, substanziell was dran zu ändern. Deshalb brauchen wir eine gute Grundsicherung für all diejenigen, die sich nicht um sich selbst kümmern können. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für uns. Sie ist eine zentrale Säule des demokratischen Gesellschaftsvertrages und daran kann und darf auch nicht gerüttelt werden.
Allerdings haben wir Grüne immer auch von unseren Gründungsvätern und natürlich auch Gründungsmüttern gelernt, Geld allein macht nicht glücklich. Für eine gerechte und für eine demokratische Gesellschaft brauchen wir gute öffentliche Institutionen, und zwar für alle. Sie sind der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Und zwar gerade, weil sie den gesellschaftlichen Aufstieg im Idealfall ermöglichen und weil sie jedem Einzelnen und jeder Einzelnen die Möglichkeit geben, seines oder ihres Glückes Schmied zu sein, und zwar unabhängig im Idealfall auch hier von der Herkunft. Eine Grundsicherung, egal wie hoch man sie ansetzen würde, reicht deshalb nicht aus, wenn man eine gerechte Gesellschaft haben möchte, an der alle teilhaben können, so wie wir Grüne uns das vorstellen. Gerechtigkeit bedeutet deshalb für uns auch da hat der Peter gestern in seiner unnachahmlichen Art hingewiesen, dass jeder und jede die gleiche Freiheit hat, etwas erreichen zu können, und zwar aus eigenem Antrieb, um natürlich mit der solidarischen Unterstützung der Gesellschaft sich zu verwirklichen. Es geht also nicht nur darum, einfach Güter zu verteilen, sondern die Möglichkeiten, unabhängig von der sozioökonomischen Herkunft, zu eröffnen für jedermann und für jede Frau. Jeder und jede soll sein Leben oder ihr Leben gleichermaßen leben können, ohne Gefahr zu laufen, dass man irgendwie in der Gesellschaft verloren geht, dass man von Strukturen ausgesiebt wird oder keinen Rückhalt findet. In dieser Verbindung von egalitären und emanzipatorischen Elementen, also wenn man es plastisch sagen möchte, von linken und von liberalen Traditionen, sehe ich das Leitbild einer grünen Sozialpolitik für die gesamte Gesellschaft. Ich will das auch sehr klar sagen, eine politische Arbeitsteilung, also wir Grüne sind dann quasi zuständig für Gerechtigkeit und für Umverteilung und andere Parteien dagegen werden zuständig für Freiheit und für Leistung, die akzeptiere ich nicht und die sollten Grüne auch in aller Deutlichkeit zurückweisen. Eine solche Arbeitsteilung lässt sich auch nicht vom grünen Gerechtigkeitsverständnis herleiten, sondern unsere Vorstellung von Gerechtigkeit geht über traditionelle Verteilungspolitik, wie sie bei anderen Parteien beheimatet ist, hinaus. Zugleich, und das will ich auch sehr sagen, in Abgrenzung in die andere Richtung, lehnen wir ein Freiheitsverständnis ab, das auf die bloße Abwesenheit des Staates setzt. Freiheit lebt von Voraussetzungen, die der Staat gewährleisten muss. Das heißt, Gerechtigkeit braucht auch Durchlässigkeit in die ökonomische Mitte. Das Aufstiegsversprechen für jeden und für jede in unserer Gesellschaft muss gelten, und zwar nicht nach dem Motto vom Tellerwäscher zum Millionär, aber jede und jede muss einen realistischen Weg sehen, die Lebenspläne, die Lebenskonzepte mit eigener Anstrengung und natürlich mit Unterstützung der Gesellschaft realisieren zu können. Gerechtigkeit braucht schließlich Wertschöpfung. Wirtschaft soll den Menschen und ihrer Lebensqualität dienen. Die Politik der sozialen Gerechtigkeit muss sich nicht nur Gedanken darüber machen, wie alle am wirtschaftlichen Wohlstand teilhaben können, sondern auch natürlich darüber, logischerweise, wie genügend erwirtschaftet wird. Denn wenn nicht genügend erwirtschaftet wird, kann man auch nichts verteilen. Also hängt das eine mit dem anderen zusammen. Wir begreifen die Modernisierung unserer Wirtschaftsweise, also die Frage der Produktion, der Energiegewinnung, der Mobilität in ökologischen Leitplanken, auch als eine Triebfeder einer neuen und besseren Wertschöpfung, die allen zugutekommen soll. Grüne Impulse für eine neue ökonomische Dynamik beschränken sich nicht ausschließlich auf das ökologische Feld, sondern wir wollen auch die technologischen und die sozialen Innovationen überall dort befördern, wo sie Menschen entlasten und wo sie unterstützen. Wir sehen vor allem bei den sogenannten qualitativen Dienstleistungen, also bei der unmittelbaren Arbeit von Menschen für andere Menschen, ein riesiges brachliegendes Feld, ob es bei der Bildung ist, ob es bei der Betreuung ist, bei der Gesundheit, bei der Pflege, schließlich auch bei der Kultur. Zweiter Punkt, das Aufstiegsversprechen und die öffentlichen Institutionen. Die Durchlässigkeit und die soziale Mobilität sind kein Selbstzweck. Sie sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zentral. Das Aufstiegsversprechen besagt, wenn du dich an die Regeln hältst, also das, was man in der Schule lernt, dich anstrengst, deinen Beitrag zum Gemeinwohl leistest, dann kannst du ein gutes Leben führen und kannst zu Wohlstand kommen. Dieser
Grundkonsens ist erstmal ein unglaublich befreiendes Moment für eine demokratische Gesellschaft. Und er ist meines Erachtens auch ein Antrieb überhaupt für gesellschaftlichen Wohlstand. Allerdings stellt sich die Frage, wie glaubwürdig ist dieses Versprechen in unserer heutigen Gesellschaft? Ich will da nicht allzu viele Beispiele nennen. Ich glaube, da fallen jedem, ohne lange nachzudenken, einige Bereiche ein. Was mir persönlich einfällt aus eigener Erfahrung, ich sage dazu nachher noch ein paar Takte, das ist natürlich, inwiefern der Bildungserfolg vom Geldbeutel der Eltern häufig abhängt. Aber natürlich auch, wenn man sieht, muss man auch selbstkritisch sagen, da haben wir unter Rot-Grün auch unseren Beitrag dazu geleistet, dass mittlerweile das Arbeiten lassen von Geld ertragreicher ist als das Arbeiten für Geld. Also da ist was verrutscht, was dringend danach verlangt, korrigiert zu werden. Schließlich die Entkopplung von Leistung und Einkommen wird gerade an der Spitze häufig sehr eklatant deutlich. Wie gesagt, da fallen allen bestimmt viele Beispiele ein. Wenn man sieht, die Deutsche Bank, die einen Rekordverlust von 6,8 Milliarden Euro gerade da einschreiben muss in ihren Büchern, und auf der anderen Seite dann sieht, wie die Top-Banker dort bezahlt werden. Jetzt weiß ich auch, dass die in der Konkurrenz stehen zu anderen, aber ich glaube, das lässt sich nicht rechtfertigen. Oder schließlich das Beispiel VW Winterkorn. Ich meine, auf der einen Seite lesen wir jetzt, dass Leiharbeitskräfte entlassen werden müssen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass jemand, der für ein offensichtliches Versagen, also offensichtlich nicht nur ein Versagen, was seine Arbeitsbeschreibung angeht, sondern so nach allem, was wir wissen, ja auch sich rechtswidrig verhalten hat, dass ein solcher Konzernlenker dann noch entsprechend entschädigt wird, während andere dann dafür die Zeche zahlen müssen. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel dazu, der sogenannte Pay Gap, also die Einkommensunterschiede innerhalb eines Betriebes zwischen dem einfachen Lohn von einem einfachen Mitarbeiter, einer einfachen Mitarbeiterin und dem Gehalt des Chefs. Wenn das zu krass auseinandergeht, dann kriegen wir auch da, glaube ich, ein Problem, was das Gerechtigkeitsverständnis angeht, was übrigens auch die Bereitschaft angeht, der Belegschaft in bestimmten Situationen Verantwortung für den Betrieb zu übernehmen. Also wir bewegen uns zu einer Gesellschaft, in der Armut, aber übrigens auch Reichtum vererbt werden in die nächste Generation. Und darum ist es unabdingbar, dass dieses Aufstiegsversprechen erneuert wird. Wir müssen die soziale Durchlässigkeit in Deutschland erhöhen, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken. Dafür sind gute öffentliche Institutionen der entscheidende Schlüssel. Sie ermöglichen Teilhabe, sie ermöglichen Integration und sie ermöglichen die Durchlässigkeit der Gesellschaft. Fehlen sie, wird schwer, den Wohlstand von der sozialen Herkunft zu entkoppeln. Ich will nur einige wenige Takte aus eigener Anschauung sagen. Vieles von dem, worum es heute geht und worum es bei uns oft geht, wenn es um Gerechtigkeit geht, ist mir jetzt persönlich nicht so ganz unbekannt. Arbeiterfamilie, Migrantenfamilie, Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderung, Bildungsfern, Migrationshintergrund, also das hatte ich alles. Das Einzige, womit ich nicht dienen kann, ist alleinerziehend. Ansonsten habe ich, glaube ich, so ziemlich alles schon mal in der Familie gehabt. Und wenn ich jetzt das spiegle mit den Institutionen dazu, dann muss ich sagen, kann ich klassischerweise sagen, dass die Institutionen da im Prinzip diametral versagt haben. Der Kindergarten damals war eben ein Halbtagskindergarten. Die Berufstätigkeit der Eltern war nicht vorgesehen, wenn man nicht sich zusätzlich eine Tagesmutter leistet, die das kompensiert, was da an Lücke da ist. Die Schule war keine Ganztagesschule. Also für diejenigen, die aus einer bildungsfernen Familie kommen, wo die Eltern nicht bei den Hausaufgaben helfen können, das war eben im Schulsystem schlicht nicht vorgesehen. Und ich will das, wie gesagt, jetzt nicht weiter ausbreiten. Aber was in dem Fall sehr hilfreich war, ich habe das gestern ja kurz angedeutet, bei der Migrationsdebatte war das Vorhandensein von gesellschaftlichen Korrektiven auf der bürgerschaftlichen Ebene. Also sprich, dass Eltern einfach gesagt haben, wir nehmen diesen Kanackenjungen mit zu uns mit nach Hause mit oder unser Kind soll den mit nach Hause nehmen und dann schauen wir auch nach seinen Hausaufgaben. Jetzt ist jede Gesellschaft, auch die jetzige, auch in der Flüchtlingspolitik in höchstem Maße darauf angewiesen, dass es dieses gesellschaftliche Engagement gibt. Das sehen wir jetzt ja auch in der Flüchtlingsfrage. Gäbe es das ehrenamtliche Engagement nicht, würde das im Wesentlichen zusammenbrechen. Wir hätten vieles gar nicht so bewerkstelligen können. Was aber nicht geht, ist, dass der Staat sich darauf verlässt. Was nicht geht, ist, dass der Staat seine Institutionen so baut,
dass es ohne die gar nicht geht. Und das heißt konkret, dass wir, wenn ich es jetzt auf die Flüchtlinge beziehe, dringend das Vorhandensein der Flüchtlinge nutzen müssen, um die bestehende Institution so zu modernisieren, dass es allen zugutekommt. Und das scheint mir eine entscheidende Herausforderung zu sein, denn auch die Integration der Flüchtlinge wird angesichts des Altersdurchschnitts derer, die zu uns kommen, die sind ja im Schnitt viel, viel jünger, nur gelingen, wenn wir bei der Ausbildung, bei der Schule entsprechend die Reformen, die sowieso anstehen, massiv beschleunigen, damit es halbwegs funktioniert. Ansonsten fahren wir das meines Erachtens an die Wand. Letzter Punkt, was die Politik machen muss. Ich habe vorher ja schon gesagt, dass man das Geld nur einmal ausgeben kann und dass man es auch erst mal einnehmen muss. Das heißt logischerweise, das können wir von unseren Wurzeln als Grüne herleiten, dass wir immer in einem Rechtfertigungszwang stehen, wofür wir das Geld ausgeben. Das heißt, das Geld muss so ausgegeben werden, dass es künftigen Generationen zugutekommt, und zwar nicht in Form von Belastungen, sondern in Form von Dingen, die ihnen zugutekommen. Das Kriterium wäre meines Erachtens nicht erfüllt durch die Rentenreform der Großen Koalition. Das erfüllt dieses Kriterium eindeutig nicht. Dann ist es entscheidend, wir brauchen bessere Mechanismen, sodass künftig alle sich an der Finanzierung des Gemeinwesens angemessen beteiligen. Was brauchen wir dafür konkret? Wir brauchen mehr Steuergerechtigkeit, die bei uns am besten umgesetzt wird. Das will ich jetzt heute nicht hier vorwegnehmen. Da wird, glaube ich, die Zeit nicht reichen. Außerdem gibt es dafür auch eine spannende Debatte in der Partei, die wir bis Ende des Jahres dazu führen wollen. Aber vielleicht so ein kleiner Blick in die Küche, damit es nicht ganz eine Trockenübung ist, wenn man sich anschaut, wie ungerecht die Besteuerung von Kapital im Vergleich zu Einkommen durch Arbeit ist, dann weiß man, da muss was passieren. Ich habe das ja vorher bereits angedeutet. Zweiter Punkt, wo dringend was passieren muss. Wir müssen verhindern, dass wir auf Kosten unserer Umwelt Profit machen weiterhin. Das heißt, es muss gefördert werden, dass ökologisch korrektes Verhalten nicht bestraft wird. Also brauchen wir dringend ökologische Steuerreform. Schließlich brauchen wir mehr Steuerehrlichkeit. Wir müssen die legale und die illegale Steuervermeidung bei sehr großen Privatvermögen, aber auch bei international aufgestellten Konzernen beenden. Auch dafür braucht es Reformen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir die Grundlage für gute öffentliche Institutionen für alle. Wie das geht, das haben wir, glaube ich, in den Landesregierungen, in denen wir regieren und regiert haben, ganz gut gezeigt. Ich will zum Abschluss, das vielleicht wird niemanden wundern, am Ländle in Baden-Württemberg versuchen, an wenigen Beispielen deutlich zu machen. Sehr spannend, dass bei den Umfragen viele Leute gesagt haben, dass diese Frage der sozialen Gerechtigkeit für sie ein entscheidendes Motiv war, das Kreuz bei Winfried Kretschmann und die Grünen zu machen. Es korrespondiert ja nicht zwingend mit dem Image, das die Grünen Baden-Württembergs als eine wirtschaftsnahe oder wirtschaftsfreundliche Landesregierung haben. Ich will an wenigen Beispielen deutlich machen, was das konkret heißt. Die Ausgaben für die Finanzierung der Kitas sind um 320% erhöht worden in den 5 Jahren. Dafür gab es eine Steuererhöhung. Also auch das entgegen dem Image Baden-Württembergs, die haben Steuern erhöht. Und zwar war das die Grunderwerbsteuer. Aber die Einnahmen, die gingen vollständig 1:1 eben in diese Leistung, in die Kitas. Und das hat man den Leuten vorher gesagt und genauso umgesetzt. Das heißt, die Bereitschaft der Menschen, Steuern sind ja erstmal per se nicht unbedingt populär, sie zu erhöhen. Aber wenn man den Leuten erklärt, wofür das ist und dafür noch Mehrheiten in der Gesellschaft organisiert bekommt, dann zeigt dieses Beispiel, dass es geht. Im Gegenzug hat Baden-Württemberg eine Transferleistung gekappt, nämlich das Landeserziehungsgeld wurde vollständig gestrichen und auch da das Geld zu 50% in Ganztagesschulen und zu 50% in den Kita-Ausbau gesteckt. Schließlich 1000 neue Stellen für Schulsozialarbeiter in Schulbrennpunktschulen. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass es einem gelingen kann, für eine andere Sozialpolitik auch gesellschaftliche Mehrheit zu erzeugen. Herzlichen Dank. Ja, Sie können sich denken, dass ich mit allen Punkten einverstanden bin. Deswegen dachte ich mir, ich ergänze einfach noch mal ein bisschen, aber korrigiere oder kommentiere das nicht wirklich.
Das erste ist, es geht ja hier um Transfer oder Infrastruktur, wenn man jetzt über Transfer nachdenkt. Ich wurde auch gefragt, was ich denn vom Grundeinkommen halte. Dann glaube ich, dass ein Thema, das man wirklich angehen sollte, auch ganz konkret und das auch Geld kosten wird, die Grundsicherung im Alter ist. Also noch läuft das Thema Grundeinkommen ja so, dass man darüber nachdenkt, wie man Beschäftigte oder potenziell Beschäftigte besser absichern könnte. Ich glaube, das ist ganz ehrlich eine Frage der Vergangenheit. Denn der demografische Wandel wird ja dazu führen, dass es kaum noch Beschäftigte oder Erwerbsfähige gibt. Pro Jahr demnächst werden ja 500.000 Erwerbsfähige den Arbeitsmarkt verlassen, weil die Babyboomer in die Rente gehen und niemand nachwächst. Das heißt, alle, und hier sind ja viele Jugendliche oder Junge, können sicher sein, dass sie einen Job kriegen. Es wird demnächst Vollbeschäftigung herrschen. Stattdessen werden wir aber Altersarmut haben, was wir bisher nicht hatten. Und dafür, finde ich, sollten die Grünen perspektivisch vorsorgen. Also wenn man Transfer oder soziale Gerechtigkeit diskutiert, dann muss man eben jetzt neuerdings über das Alter reden. Und was nicht geht und auch nicht reicht, ist, nur eine Grundsicherung auf der Basis von Hartz IV anzubieten. Das ist ja im Augenblick das System. Sondern man muss über eine Grundrente, eine staatlich finanzierte Grundrente nachdenken. Das kostet schon mal Milliarden, um da ganz deutlich zu sein. Zu dem Thema Geld komme ich noch. Das andere ist ja, das zweite Thema war ja öffentliche Infrastrukturen. Und da kamen ja schon zwei Themen vor bei Herrn Özdemir, die ich richtig finde. Das eine war am Rande das Thema Flüchtlinge. Das andere war das Thema Kommunen. Auch da glaube ich, dass man grundsätzlich, also Sie merken, ich werde jetzt so ein bisschen grundsätzlich, alles andere ist ja langweilig. Ich glaube, dass man ganz grundsätzlich darüber nachdenken muss, wie man die Kommunen wieder besser mit Geld ausstattet. Das ist ja nicht nur eine Frage von Kitas, um die es immer geht, sondern in den Kommunen, vor allen Dingen bei denen, die arm sind, und das sind ja ungefähr 50% der Gemeinden, fehlt ja alles. Also die können sich keine Bibliotheken mehr leisten, keine Schwimmbäder mehr leisten, keine Jugendzentren mehr leisten und so weiter. Und das ist nicht nur ein soziales oder ökonomisches Problem, sondern das berührt inzwischen längst die Grundfesten unserer Demokratie. Denn wenn eine Demokratie gut laufen soll, dann ist das keine Mediendemokratie, wo Parteien Plakate aufhängen, möglichst nur eins, das irgendwie gut kommt und dann im Fernsehen zu sehen ist. Sondern wenn Demokratie wirklich gut funktionieren soll, dann baut sie sich von unten auf. Das heißt, die Leute, auch die späteren Mandatsträger, sind erstmal in der Kommune aktiv, sitzen erstmal im Bezirksparlament oder eben im Kommunalparlament, gehen dann in den Kreistag und so weiter, also von der Pike auf. Das macht heute kein Mensch mehr, der bei Sinnen ist, weil man in der Kommune gar nichts mehr entscheiden kann. Wenn die Kommunen praktisch nur noch unter Sparzwang stehen, keinerlei freie Mittel haben und immer nur vollziehen müssen, was in Berlin beschlossen wird, dann ist da unten ist die Demokratie da unten faktisch tot. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich, weil wir dann in einen Weg geraten, in eine Demokratie zu haben wie die USA. Das heißt, alles geht nur noch über die Medien und unten findet nichts mehr statt. Das kostet aber Geld. Also oft wird ja so getan, als sei Politik, Soziales, Wirtschaft getrennt. Das ist nicht so. Wenn man eine funktionierende Demokratie an der Basis haben will, müssen da auch Mittel sein, über die man entscheiden kann. So. Also ich finde, also kurz und gut, ich finde beim Thema Infrastrukturen wird viel nicht, also das will ich jetzt nicht gegeneinander ausspielen, aber es wird zu viel über Kitas geredet, als wäre das einzige Problem Deutschlands. Ich finde, man muss ganz generell über die Kommune und ihre Rolle in Deutschland nachdenken. So, dritter Punkt, Geld. Das kam ja als Stichwort auch bei Herrn Özdemir vor. Wie soll man das eigentlich finanzieren? Wo sind die Prioritäten? Ganz grundsätzlich, bevor ich was zum Geld sage. Man muss sich klar sein, dass Deutschland in einer schweren ökonomischen Krise ist. Das klingt vielleicht etwas bescheuert, weil wir gerade Wachstum haben. Aber dass etwas fundamental überhaupt nicht stimmen kann, sieht man daran, dass die Umstände im Augenblick ja so gut waren wie noch nie. Wir haben einen sehr niedrigen Ölpreis und wir haben sehr niedrige Zinsen. Das heißt, in normaler Weise müsste hier das Wachstum explodieren. Sie wissen aber, dass Wachstum, es gibt Wachstum, aber es entspricht nicht diesen wahnsinnig günstigen Umständen. Das heißt, wir haben hier offenbar eine strukturelle, sehr gefährliche Schwäche bei der Binnennachfrage. Das betone ich deswegen, weil ich Sie jetzt bitten möchte, Sie stellen sich mal vor, das ist eine Möglichkeit, die nicht auszuschließen ist, dass bis zur Bundestagswahl 2017 hier eine Wirtschaftskrise vorbeikommt. Dann stellen Sie sich mal vor, was die AfD da an Stimmen kriegt. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach so tun, dass mit der Binnennachfrage ist uns egal, sondern die muss stimuliert werden.
Deswegen ist es auch so wichtig, vielleicht auch noch ein Punkt, der mich oft ärgert, man darf das Soziale und die Wirtschaft nicht gegeneinander ausspielen. Herr Özdemir hat dazu ja auch schon was gesagt. Das geht nicht so. Hier sind die Gutmenschen, die sich immer um die Gerechtigkeit kümmern und sonst keine Ahnung von Wirtschaft haben. Und da ist irgendwie die Wirtschaft, das sind die Leistungsträger. Da entwickelt sich sozusagen das Bruttoinlandsprodukt. Das ist alles Müll, weil das Soziale, also die Frage von Löhnen und Transfers, entscheidet am Ende ja über die Binnennachfrage. Und wie gesagt, die hat im Augenblick eine extreme Schwäche, auch weil die Löhne seit 2000 bis 2014 praktisch nicht gestiegen sind. So, das heißt, der Staat muss ran. Und auch da würde ich sagen, dass die Grünen ruhig offensiver sein könnten. Herr Özdemir hat über die Steuern geredet. Ich finde, man sollte auch ganz offensiv, ich weiß, das ist No-Go im Zeitalter der schwarzen Null, aber man sollte auch ganz offensiv über das Thema Schulden reden. Ich habe extra heute Morgen nochmal nachgeguckt. Es ist im Augenblick so, dass der deutsche Staat für 10-jährige Kredite nur 0,2% Zinsen zahlen muss. Das heißt, der deutsche Staat, selbst wenn er 10-jährige Darlehen aufnimmt, kriegt das Geld umsonst. Das liegt nicht an der Europäischen Zentralbank und ihrer Zinspolitik, falls das ist ein häufiges Missverständnis, auf das ich jetzt nicht eingehen will, sondern das zeigt, dass auf den Finanzmärkten, aber auch in der Gesamtwirtschaft, das totale Chaos herrscht. Denn das heißt ja nichts anderes, und das muss man, und da finde ich, muss man als Partei reagieren. Man kann nicht so tun, als würde man hier noch in normalen Zeiten leben. Wir haben weit mehr Probleme als nur die Flüchtlingskrise. Wenn dann nämlich für 10 Jahre Zinsen von nur noch 0,2% abgerufen werden, dann heißt das, die ganzen Investoren weltweit wollen dem deutschen Staat Geld schenken. Sie sind verzweifelt. Sie wollen endlich, dass irgendjemand auf dieser Welt Kredit aufnimmt. Und man sollte ihnen diesen Gefallen tun. So, warum vielleicht nochmal als Erklärung, warum sind die so verzweifelt? Das hat mit der sogenannten Saldenmechanik zu tun. Also ich erkläre Ihnen jetzt ganz kurz, wie die Volkswirtschaft funktioniert. Klingt vielleicht ein bisschen ambitioniert. Das ist keine Theorie, was ich Ihnen hier erzähle. Das ist reine Buchhaltung auf volkswirtschaftlicher Gesamtebene. So, und Sie müssen sich das so vorstellen. Eine Volkswirtschaft besteht aus 3 Branchen oder 3 Sektoren. Das erste sind die Haushalte, das zweite sind die Unternehmen und das dritte ist der Staat. So, die Haushalte sparen immer in der Summe. Einzelne Haushalte nehmen natürlich mal einen Kredit auf, um ein Haus zu bauen, aber in der Summe sparen die, weil jeder Privathaushalt will vorsorgen für das Alter, wenn die Kinder studieren und man das bezahlen muss, weil man ein Haus ansparen will, weil man sich ein neues Auto kaufen will, weiß der Himmel, Haushalte sparen. Kann ja auch sein, dass man arbeitslos wird, also man will sicher sein. Neuerdings sparen auch die Unternehmen. Die Unternehmen machen solche Gewinne, dass sie keine Kredite mehr aufnehmen müssen, wenn sie investieren wollen, sondern das können die aus der Portokasse finanzieren. Da muss man sagen, Herr Özdemir hat ja schon angefangen mit der rot-grünen Selbstkritik, dass die Unternehmen so viele Gewinne machen, liegt leider auch an der Steuerpolitik von Rot-Grün. Bis 2005, nicht? Da hat man ja die Körperschaftssteuern und Ähnliches stark gesenkt. Jetzt machen die Unternehmen auch Gewinne, nehmen keine Kredite mehr auf, sparen auch. So, jetzt hat man die Unternehmen und die Haushalte, die sparen. Jetzt gäbe es nur noch einen einzigen Sektor, der das Geld wieder von den Konten räumen könnte. Und das ist der Staat. Der müsste eigentlich, wenn man sieht, hier sparen alle wie die Bescheuerten, müsste der Staat eigentlich Kredite aufnehmen. Macht er nicht, stattdessen schwarze Null, auch der Staat spart. Das Ergebnis ist, dass sich jetzt das Geld auf den Konten häuft und da im wahrsten Sinne des Wortes verschimmelt und seinen Wert auch verlieren wird. Das will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist tatsächlich so, dass im Moment ständig Vermögen vernichtet wird, dass man eigentlich sinnvoll in die Infrastruktur Deutschlands stecken könnte. Und dieser Mechanismus, dass viel zu viel Geld da ist, das verzweifelt auf der Suche ist nach Anlagemöglichkeiten, spiegelt sich eben in diesen niedrigen Zinsen. Und wie gesagt, ich finde, die Grünen sollten dieses Thema Schulden, schwarze Null, offensiv angehen, statt hinterher festzustellen, dass andere merken, dass man ja eigentlich Schulden machen könnte. Sprich Angela Merkel. Nicht? Sie wird wahrscheinlich, um die Flüchtlinge zu finanzieren, dann irgendwann ins Minus gehen. Und ich finde, das könnte man eigentlich aktiv, proaktiv als Grüne gestalten und auch versuchen, die Kommunen, wie gesagt, zu stärken. So, Steuern. Ich bin absolut dafür, da können Sie sich denken, dass man die Steuern erhöht. Vor allen Dingen müsste man eben, das hat Herr Özdemir ja auch gesagt, die Reichen besteuern. Und zwar nicht nur, weil es gerecht wäre,
Es wäre gerecht, sondern auch aus ökonomischen Gründen. Also wie gesagt, wir haben viel zu viel Geld auf den Konten. Wir haben eine schwache Binnennachfrage und man müsste dafür sorgen, dass das Geld von den Konten eben wieder in der Wirtschaft landet. Und ein Weg wäre natürlich die Besteuerung. Jetzt gibt es allerdings ein Problem, wo ich jetzt nicht weiß, damit höre ich auch auf und dann können wir in die Diskussion gehen, wie man dieses Problem elegant wieder aus der Welt schafft. Ich meine, es ist ja bekannt, dass ich noch nie ein Fan der rot-grünen Steuerreform war, die übrigens 60 Milliarden Euro im Jahr gekostet haben, nicht einmal. Jedes Jahr fehlen 60 Milliarden Euro im Staatshaushalt dank der rot-grünen Steuerreform. Aber nicht nur, dass die sehr teuer waren, sondern man hat auch einen zentralen Fehler gemacht, der sozusagen jetzt die Politikfähigkeit stark beschränkt. Man hat die sogenannte Progression geschrumpft. Also um diese sehr teuren Steuerreformen, man könnte auch sagen, die Privilegierung der Reichen zu finanzieren, hat man die Kurve so gestaltet, dass jetzt eben Leute, die 60.000 Euro im Jahr verdienen, bereits den Grenzsteuersatz von 42% bezahlen, also den Spitzensteuersatz. So, und 60.000 Euro ist jetzt viel im Jahr, für, kann man sagen, es verdient nicht jeder Deutsche, der Durchschnitt liegt bei 40.000. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass gerade das Klientel der Grünen, das sind ja alles Akademiker, sehr häufig 60.000 Euro im Jahr verdienen. Die wissen genau, dass sie den Spitzensteuersatz zahlen. Und wenn die Steuerreform hören, dann kriegen die schon alle Panik. Und wenn man nochmal über Steuerreform nachdenkt, die, wie gesagt, ja zwingend nötig sind, aus meiner Sicht, müsste man aber als Partei sehr genau überlegen, wie man das kommuniziert, dass diesmal nicht die Leute gemeint sind, die 60.000 Euro im Jahr Steuern zahlen. Und das ist beim letzten, das war auch eine Frage an mich, deswegen rede ich nochmal darüber, was können wir aus dem Wahlkampf 2013 lernen. Der Fehler war nicht, dass man eine Steuerreform versucht hat, das war richtig, sondern der Fehler war eben, dass man gleichzeitig das Ehegattensplitting abschaffen wollte und die Einkommensteuer erhöhen wollte. Das war dann irgendwie zu viel für genau die eigene Zielgruppe. Das heißt, die ja weiß, dass sie selbst oben dran ist. Das heißt, das müsste man halt nochmal überlegen, wie man das genauer auseinanderfieselt. Ja, vielen Dank. Jetzt bin ich auch schon weit über meine Zeit. Ich wollte nur die Diskussion ein bisschen anheizen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch fürs Zuhören ist ja immer gut, wenn man erstmal ein bisschen Input kriegt. Wir haben direkt im Anschluss an unseren kleinen Warm-up hier die Steuerdebatte. Und ich erwähnte ja eingangs, dass wir versuchen, das mal so ein bisschen zu fokussieren. Unser Thema hier wäre nochmal die Ausgabenseite. Also Steuern sind ja kein Selbstzweck, sondern was ist denn eigentlich das gesellschaftliche Ziel? Und das wäre jetzt auch meine erste Frage. Also wenn der Eindruck stimmt, warum fällt es eigentlich, ich sage jetzt mal dem linken Protagonisten, jetzt mal egal ob, oder Linksliberalen, egal ob Grüne, Linkspartei oder SPD, auch im Journalismus, nach meiner Beobachtung so wahnsinnig schwer, mal diese Frage der Infrastrukturen und des öffentlichen Raums wirklich glaubhaft nach vorne zu ziehen. Warum kreist sie so um diese Steuerfrage? Weil die Steuerfrage ja zentral ist. Also Sie haben ja auch schon angedeutet, man müsste immer Prioritäten setzen. Und in dem Moment, das ist in der Politik immer. Ja, genau. Aber in dem Moment, wo man sozusagen das mit den Prioritäten schon übernimmt, ist man ja bereits im Knappheitsdiskurs. Und ist letztlich, ohne dass man es will, schon bei diesem Diskurs der schwarzen Null und akzeptiert auch, dass man eigentlich einen beschränkten Spielraum hat. Deswegen, ich weiß, ich habe sozusagen ein bisschen das Thema ausgedehnt, wäre es mir so wichtig, dass klar ist, dass wir eigentlich als Staat wirklich sehr viel mehr Geld ausgeben müssten, als wir es im Augenblick tun. Wir sind eigentlich in der komfortablen Situation, ganz im Ernst, 10 Jahre 0,2% Zinsen, dass wir uns alles leisten könnten. Frau Herrmann, ja. Ich würde gern mal, nehmen wir mal an, dass es eine gewisse finanzielle Masse gibt, die man akquirieren muss.
Trotzdem drängt sich doch die Frage auf, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass das alles nur funktionieren kann, wenn die Bürgerinnen und Bürger irgendwie ein Gespür dafür haben, was man eigentlich vorhat. Auf mich wirkt es fast schon wie so eine Fehlfixierung, dass man zu einer unbestrittenen wichtigen Frage sich wahnsinnig viel Gedanken macht, aber zu dieser Frage, wo man eigentlich investieren will, welche gesellschaftlichen Projekte man eigentlich nach vorne ziehen will, relativ wenig zu sagen hat. Ich meine jetzt gar nicht Sie, sondern ich meine sozusagen die Diskurslage. Sehe ich da was richtig oder helfen Sie mir mal weiter? Das wäre ja, also wenn man etwa jetzt nur mal als Beispiel sagen würde, wir haben ein Riesenproblem mit der Teilhabe an Bildung und öffentlichen Institutionen in der Richtung und so weiter, könnte man ja mal diese ganze Steuerdebatte mal von der Seite aufziehen und dann hätte man sozusagen ein klares Ziel. Aber nein, man dreht sozusagen die ganze Zeit um diese Einnahmenseite isoliert. So wirkt es auf mich. So. Ach so, nee, also wo ich Herrn Özdemir, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Ihre Frage ist, aber wo ich Herrn Özdemir recht geben würde, ist, er hatte ja dieses Beispiel aus Baden-Württemberg, dass man eben sagt, okay, die Grunderwerbsteuer wird direkt in den Kita-Ausbau gesteckt. Das ist bestimmt eine Art, wie man Steuererhöhung, aber ich würde eben auch sagen Verschuldung, glaubhaft vermitteln kann, dass man sozusagen Ausgaben und Einnahmen paart. Genau. Jetzt, Cem, du meldest dich, aber ich muss dich jetzt auch was fragen, weil was du dir da vorstellst, wurde, glaube ich, deutlich. Wie kann es denn der grünen Erzählung in Zukunft gelingen oder wie optimistisch bist du denn da, dass man, was die Ausgabenseite anbetrifft, aus so einem Kessel bunten rausfindet. Wir kennen ja diese grünen Programme, das ist ein Spiegelstrich folgt auf den nächsten und im Grunde genommen will man alles gleichzeitig, also auch an dich nochmal die Frage nach den Prioritäten, also mit was sollte denn deiner Meinung nach auch in der Konkurrenz zu den anderen Parteien, sollten denn die Grünen in der Gerechtigkeitsdebatte überhaupt auffällig werden? Mein Euro mehr geht ja immer. Das ist ja nicht das Problem. Peter, der vorher angesprochen, dass wir beide zusammen eine Kommission geleitet haben, eine Zeit lang bei den Grünen, die über einen längeren Zeitraum gearbeitet hat, auseinanderfallende Gesellschaft. Da gab es dann auch mal einen Kongress und dann hat sie weitergearbeitet. Die zwei Berichte, die kann man immer noch, glaube ich, im Netz einsehen. Rate ich dazu, da ist vieles bis heute aktuell. Im Prinzip haben wir uns ja da genau mit dieser Frage beschäftigt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir gesagt haben, also bei der Frage des Transfers gibt es kein grünes Alleinstellungsmerkmal. Da gibt es schon andere, die verstehen da mehr davon. Und was immer wir sagen, werden die das immer toppen, indem sie nochmal was drauflegen und sagen, das reicht aber nicht, da muss noch mehr, weil da geht es nach dem Motto, jetzt polemisiere ich ein bisschen, viel hilft viel. Ich glaube, dass die grüne Handschrift in dem Bereich eine sein muss, wie wir sie dort entwickelt haben, dass wir gesagt haben, von jedem zusätzlich eingenommenen Euro wollen wir 2/3 in die Institution stecken und 1/3 in den Transfer, also Pi mal Daumen quasi. Das macht meines Erachtens Sinn, mit einer solchen institutionenorientierten Politik zu arbeiten, wobei, das muss man jetzt dazu sagen, ich will jetzt nicht zu lange reden, natürlich auch die ganze Debatte um die Zukunft der Institution, die gehört da auf die Tagesordnung, was ist mit Partizipation, was ist mit Umbau der Institution etc., das gehört da auch mit rein. Ich wollte aber, wenn ich darf, kurz zu dem Punkt von Ulrike Herrmann was sagen. Das mit dem Verschuldungsdiskurs, was mich daran stört, ist, in der Sache widerspreche ich gar nicht, also was jetzt die Notwendigkeiten angeht. Ich glaube nur jetzt spreche ich mal auch ein bisschen als Wahlkämpfer, der ja auch fürs Verkaufen zuständig ist von Sachen. Und da, glaube ich, über eine gewisse Erfahrung verfügt. Also jetzt versuchen, gesellschaftliche Mehrheiten zu erzeugen und auf den Marktplätzen dafür zu werben, dass wir uns verschulden müssen. Angesichts von sprudelnden Steuereinnahmen, angesichts von dem, wie die Leute die Ökonomie wahrnehmen, glaube ich, ist eine Lose-Lose-Strategie. Das wird nicht funktionieren, da werden wir keine Mehrheiten bekommen, werden wir kläglich scheitern. Das heißt nicht, dass die Frage sich irgendwann wird stellen, automatisch stellen können. Ich fände eine viel spannendere Frage interessant,
dafür zu kämpfen und um Mehrheiten zu werben. Das hat auch mit einem anderen Panel hier nachher noch zu tun, aber nicht die Steuern, sondern Europa. Eigentlich, wenn dieser weiße Elefant im Raum die AfD und die Angst vor der AfD nicht wäre, müsste man doch jetzt mit Blick auf das, was Ulrike Herrmann beschrieben hat, was die ökonomischen Risiken angeht, das teile ich. Ich glaube, dass die Finanzkrise mitnichten abgearbeitet ist. Vielleicht muss man die Finanzkrise künftig auf Europa bezogen als eine politische Krise bezeichnen. Eine politische Krise insofern, dass wir zunehmend ein Problem bekommen mit demokratischen Mehrheiten in den Mitgliedsländern der Europäischen Union, weil die radikalen Kräfte immer stärker werden und so stark werden, dass sie die Regierungsbildung verhindern oder Teil von Regierungen werden und damit ja auch den Entscheidungsprozessen der Europäischen Union ad absurdum führen, bei Einstimmigkeitsprinzip. Und wir reden da nicht mehr über Länder, was weiß ich, kleine Länder, sondern das geht schon, die Einschläge kommen näher. Stichwort Frankreich, was passiert da bei der Präsidentschaftswahl? Also müsste man doch eigentlich sagen, 2017 beim Bundestagswahlkampf muss man eigentlich eine wachstumsorientierte Politik führen, die also für eine wachstumsorientierte Politik sich einsetzen, die sagt, wenn das stimmt, was uns Helmut Kohl beigebracht hat, dass das Scheitern von EU-Mitgliedstaaten auch unser Scheitern ist, dann müssen wir alles dafür tun, damit die nicht scheitern und damit nicht noch mehr Regierungen kippen an die Radikalen. Also braucht es eben so eine wachstumsorientierte Politik. Jetzt ist aber die Frage, wird das Merkel machen? Werden wir in Deutschland dafür Mehrheiten bekommen angesichts der großen Angst vor der AfD? Weil natürlich hat sowas auch immer einen Preis, dass man quasi bei dem Rückgang der Flüchtlingszahlen der AfD möglicherweise da ein neues Thema dann gibt, wo man Ressentiments bemühen kann. Aber eigentlich ist das die Debatte, Frau Herrmann, über die man jetzt eigentlich eine gesellschaftliche Auseinandersetzung führen sollte und nicht die Frage der Schuldenbremse. Also da sehe ich nicht, dass das einen großen gesellschaftlichen Drive entwickelt, dass man jetzt versucht, von progressiver Seite sich an dieser Schuldenbremse abzuarbeiten. Wenn es was gibt, wofür es sich lohnt zu streiten, dann ist es für Europa zu streiten, dafür zu streiten, was ist der deutsche Beitrag, dass uns nicht aufgrund von sozialen Schieflagen innerhalb der Europäischen Union, dass die Leute das Gefühl haben, dass die Finanzkrise ungerecht bezahlt wurde, dass sie im Wesentlichen bezahlt wurde von denjenigen, die am wenigsten dafür können und dass diejenigen, die sie verursacht haben, im Wesentlichen davongekommen sind. Das ist ja die große Herausforderung, die wir da haben. Und dagegen anzukämpfen, das wäre, finde ich, ein lohnendes Projekt. Europäische Investitionspolitik, habe ich das richtig verstanden? Also wenn man so will, ein Green New Deal auf europäischer Ebene logischerweise, weil wir wollen ja nicht die klassischen Ausgabenprogramme, da geht es dann um Gerechtigkeit, da geht es um Bildung, da geht es um Armutsbekämpfung, da geht es um Partizipation, da geht es um ökologische Modernisierung, Breitband etc. Ich bin da durchaus dafür, nicht, dass Sie mich missverstehen, aber das muss irgendwie auch klar sein, Wachstumsimpulse gehen nur mit Verschuldung. Also ich kann zwar verstehen, dass Sie keine Lust haben, über Verschuldung zu reden, vor allen Dingen, wenn Sie es defensiv tun, hat das überhaupt keinen Zweck. Aber man muss sich klar, ich glaube, nochmal anders, also Sie haben das ja selber gesagt und ich finde, das muss man absolut ernst nehmen. Die Leute, die Kretschmann gewählt haben, haben die Grünen gewählt, erstens wegen Kretschmann und zweitens, weil die Grünen für die soziale Gerechtigkeit stehen. So, jetzt darf man, und die Herausforderungen bei der sozialen Gerechtigkeit sind extrem hoch. Ich sage jetzt nur noch mal zwei Sachen, die Milliarden kosten. Das eine ist, die Altersarmut zu verhindern, so eine Grundrente, das wird richtig teuer. So, und das andere ist, wenn man die Kommunen richtig ausstatten will, und zwar nicht die, die in Baden-Württemberg sind und alle sehr reich sind, sondern beispielsweise im Osten, aber auch in Nordrhein-Westfalen, dann kostet das auch viel Geld. So, und das sind aber die Probleme, die die Leute real haben. Wenn jetzt zu sagen, das verbinden die und werden die auch mit sozialer Gerechtigkeit verbinden. Das heißt, wenn man sagt, wir wollen keine Schulden machen, dann braucht man ein sehr ambitioniertes Steuerprogramm. Oder man sagt, man versucht das mit den Schulden den Leuten doch mal zu erklären, dass ihr eigenes Geld auf den Konten verschimmelt, wenn der Staat es nicht abnimmt. Vielleicht verstehen die Leute das ja. Vielleicht sind ja die Wähler der Grünen schlauer, als die denken. Nee, ganz im Ernst. Das hier ist jetzt, das ist keine Frage. Ja.
So, aber ich finde das, also was, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mir hier den Mund fusselig sabble, aber die, ich finde es eben dramatisch, wenn eine Partei, die sehr intelligente Wähler hat, sich sozusagen in so ein Korsett fügt, das dann heißt, von jedem eingenommenen Euro geben wir 2/3 an Infrastruktur und 1/3 an Soziales. Denn ich glaube, dieses Rezept ist so schlicht, dass darauf auch andere Parteien kommen. Also wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich... Nein, aber Sie brauchen doch ein Alleinstellungsmerkmal. Aber wenn ich da mal unterbrechen darf, weil wir haben jetzt sehr viele Punkte in die Air und ich würde diese Schuldenfrage vielleicht mal auch nochmal in die Nähe der Finanzierungsfrage, also der Einnahmenseite letztlich schieben, wo wir ja gleich das Panel starten. Jetzt bleiben wir doch nochmal, ich merke schon, also ehrlich gesagt, ich sehe meine These so ein bisschen auch in diesem Gespräch bestätigt, diese ganze Frage, wofür brauchen wir denn eigentlich diese Staatsanleihen? Wir kommen da nicht in. Ja, also soll ich jetzt nochmal sagen, ja, für die Altersarmut und Stopp, für die Kommunen? Das war ja schon mal. Das habe ich nun schon zweimal gesagt, aber kann ich auch noch ein drittes Mal sagen. Nee, es geht mir nicht darum, dass man das nebenher auch mal so schnell sagt, das waren zwei Sätze, sondern das wäre jetzt genau mal eine Frage, wie sähe das denn aus? Weil ich nehme dieses 2:1, das ist jetzt gar nicht mein Punkt, das ist so eher mal als Erinnerung daran, dass dieser Teil der Politik vielleicht eine Aufgabe hätte, diese Aufgabe mal genauer zu beschreiben und da eine Priorität zu setzen. So ist es ja nur gemeint. Aber wie fühlt sich das denn aus? Ich meine, die Kommunen stärken, gut, was heißt es denn? Wie funktioniert es denn? Um welche Orte geht es denn da? Also Kommunen stärken. Vielleicht machen wir es auch nochmal anders konkret. Also ich habe was wir ja haben werden, ist das Problem, dass viele Flüchtlinge eine neue Wohnung brauchen und dass wir den sozialen Wohnungsbau aber für die bisher hier Lebenden stark zurückgefahren haben. Das heißt, wir müssen auch den sozialen Wohnungsbau für den hier Lebenden stark ausbauen, damit es nicht zu dieser Konkurrenz in den Unterschichten kommt, die dann dazu führt, dass die AfD grandiose Gewinne einfährt. Gabriel hat das ja auch schon gesehen, Schäuble hat ihm jetzt schon ein bisschen Recht gegeben und da sehe ich eben so ein Problem, dass die wichtigen Debatten dann von der SPD und auch von der CDU geführt werden und die Grünen gar nicht vorkommen, weil man diese Themen nicht proaktiv angeht. Zum Beispiel dieses ganze soziale Wohnungsbauprogramm und so, das könnten doch auch die Grünen nach vorne schieben. Wie gesagt, Altersarmut und wenn Sie jetzt fragen, ja was ist mit den Kommunen, was ich glaube, was eben sehr, sehr wichtig ist, habe ich auch versucht zu sagen, ist, dass die Kommunen überhaupt einen Spielraum bekommen. Im Augenblick ist es so, eben in Berlin wird beschlossen und unten müssen die Kommunen dann das Geld ausgeben, das sie eigentlich nicht haben. Und es wäre sehr wichtig, dass man den Kommunen überhaupt den Spielraum ermöglicht, selber zu entscheiden. Jem, mhm. Ja. Auch an dich auch nochmal die gleiche Frage. Um welche öffentlichen Institutionen oder Infrastrukturen geht es eigentlich, wenn man ein Bild zeichnet, was wir mit diesen Einnahmen, ich sehe da eine gewisse Einigkeit, eigentlich vorhaben? Was ist die grüne Erzählung auf der Ausgabenseite? An welchen gesellschaftlichen Projekten, an welchem gesellschaftlichen Bild arbeiten eigentlich die Grünen? Wenn Sie sagen, wir brauchen das ganze Geld. Wofür? Ja, da kann ich anknüpfen bei dem, was Ulrike Herrmann gesagt hat. Da geht es um der kommunalen Ebene vom Schwimmbad, das sich alle leisten können, über die öffentliche Bibliothek bis zur Schule, wo man auch in der Pause mal aufs Klo gehen können muss, ohne dass man irgendwie sich irgendwas einfängt oder das Klo kaputt ist. Das ist übrigens nicht nur was, weil Ulrike Herrmann gerade auf NRW verwiesen hat, das gibt es auch in Baden-Württemberg. Also das hatten wir leider auch bei uns Schulen, wo das Klo nicht mehr repariert werden konnte, weil man, da hat sie recht, unter dem Diktat der Null im Prinzip sich angelogen hat, weil es natürlich nicht wirklich eine Null ist, wenn staatliches Eigentum kaputt geht, weil man nicht reinvestiert und dafür sorgt, das weiß aber im Prinzip die schwäbische Hausfrau weiß das, wenn das Dach kaputt ist und ich repariere es nicht, dann ist halt irgendwann das ganze Haus kaputt. So, die KfW spricht ja davon, dass es einen Investitionsstau von über 100 Milliarden gibt, allein bei den Kommunen.
das macht das deutlich und unterstreicht es. Da bin ich völlig einverstanden. Das müssen wir dringend machen. Im Prinzip, der Grundsatz ist, wer die Musik bestellt, der bezahlt. Das heißt, für jede Überweisung einer kommunalen Aufgabe müssen auch die Finanzmittel entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Das entbindet die Kommunen nicht, sorgfältig mit dem Geld umzugehen. Ich will die Debatte jetzt hier nicht vertiefen. Als Baden-Württemberger wird mir da aber auch manches einfallen, wo auch eine Ausgabenkritik durchaus angemessen wäre, wo man sich auch mal fragen kann, ob man in der Vergangenheit immer sinnvoll mit dem Steuerzahlergeld umgegangen ist. Aber das ist jetzt rum. Man kann die Leute ja nicht dafür bestrafen. Also muss man dafür sorgen, dass diese Reinvestition stattfindet. Da bin ich, wie gesagt, ganz bei Ulrike Herrmann. Das braucht man dringend. Aber das Geld muss halt auch erstmal erwirtschaftet werden. Und dafür brauchen wir eine prosperierende Wirtschaft. Der Sigmar Gabriel, weil Sie das gesagt haben, hat ein riesiges Talent dafür, dass er was sagt und du willst gerade klatschen und mitten in dem Reiz zu klatschen, bleiben dir die Hände stecken, weil du doch nicht klatschen kannst, weil er dann noch so einen Halbsatz hinzufügt, dass das Ganze konterkariert. Also, genau, das könnten Sie ja besser machen, genau. Ich hoffe, dass wir es besser machen. Ich meine, es ist ja jetzt kein allzu... Sie könnten ja die guten Ideen klauen. Die müssen wir nicht klauen, also die haben wir schon auch selber, da macht unsere Bundestagsfraktion, unsere Landtagsfraktion, machen das alles auch schon, ja, im Bund sind wir halt gerade in der Opposition. Aber jedenfalls ist der Sachverhalt ja kein extrem komplizierter zu sagen, dass man die Anwesenheit der Flüchtlinge, die sich ja nicht ausgesucht haben, dass die in der Zahl jetzt alle kommen, sondern eben durch Krieg und durch andere Dinge, dass man deren Anwesenheit nutzt wie so eine Art Katalysator, um Dinge, die wir sowieso hätten tun müssen, Dinge, die sowieso anstehen, Dinge, die wir versäumt haben über die letzten Jahre, die in Angriff zu nehmen, aber sie gleich so zu machen, dass wir die Flüchtlinge quasi gleich mitnehmen. Also eine gute Ganztagesschule brauchen wir sowieso überall, aber wir brauchen sie jetzt noch mehr durch die Flüchtlinge, weil wir natürlich mit einer Vormittagsschule völlig aussichtslos sind, eine gelungene Integration der Schule hinzubekommen. Wir brauchen eine Wohnungspolitik in Stuttgart mit sozialem Wohnungsbau, auch schon vor der Anwesenheit der Flüchtlinge. Die Flüchtlingsproblematik verschärft es nur nochmal, aber sie ist nicht neu bei dem Thema. Und das Gleiche gilt natürlich für das Thema Erwerbsgeminderte, das gilt für Langzeitarbeitslose. Um all diese Gruppen müssen wir uns kümmern, damit nicht der Eindruck entsteht, wir vernachlässigen die und haben jetzt auf einmal irgendwelche geheimen Geldtöpfe, über die wir bislang nicht verfügt haben, die wir bei den Flüchtlingen benutzen, sondern wir müssen schauen, dass wir die Programme einfach nach Bedürftigkeit und nicht nach Geografie oder nach Herkunft auflegen. Dann, glaube ich, kann uns das auch gelingen. Ja, jetzt hätte ich mal eine Frage. Also das verschwimmt jetzt hier für mich so ein bisschen. Glauben Sie, dass Sie diese Ausgabenprogramme, die Sie selbst ja jetzt auch schon in Sicht nehmen, dass die jetzt mit einer schwarzen Null irgendwie machbar sind? Oder ist es eher so? Das weiß ich nicht, aber wir haben da erstmal 12 Milliarden sprudelnde Steuereinnahmen. Also ich finde, das ist eine Strategie, die ist zum Scheitern verurteilt, wenn ich jetzt quasi rausgehe und sage, wir müssen die schwarze Null in Frage stellen. Weil das versteht niemand draußen, außer einem elitären Kreis, sorry, bei der Heinrich-Böll-Stiftung und bei Taz-Lesern. Aber ich glaube, wenn wir nicht erklären, wofür und nur abstrakt, wir wollen die schwarze Null schleifen, dann wird das nicht funktionieren. So, aber das ist ja vielleicht jetzt ein ganz guter Cliffhanger. Wobei ich lege Wert drauf, ich habe an keiner Stelle gesagt, dass die Frage nicht auf die Tagesordnung kommt. Das habe ich nicht gesagt. Gell? Ich halte nur nichts davon, dass man seinen Diskurs so führt, dass er von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, indem man jetzt quasi ein Projekt definiert, ein progressives Projekt. Wir arbeiten uns an der schwarzen Null ab. Das wird nicht funktionieren. Also ehrlich gesagt, Sie missverstehen mich da, glaube ich, bewusst. Nicht? Also ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach nur die schwarze Null in Frage stellen will, weil ich sonst nichts zu tun habe. Aber was mir jetzt, sondern ich glaube eben, dass wir große Ausgaben brauchen und ich glaube eben, dass man sie nur über Schulden finanzieren kann und ich glaube, dass dann auch das Wachstum entsteht, das Sie ja gerne selber hätten. Wie gesagt, Wachstum kann man nur Schulden eigentlich nur über Kreditfinanzierung erzielen. Das heißt, aber was mich jetzt nochmal... Jetzt muss ich leider unterbrechen. Ja, okay, ich habe jetzt die Moderation schon übernommen. Ich hatte ja schon von dem das Wort Cliffhanger gebraucht. Ich höre den Keynes von hinten, sehe den Keynes von hinten drücken und wir haben ein sehr kompetentes Anschluss
Podium, wo es zwar um Steuern geht, aber gerne auch um die Frage weiterer Finanzierungsquellen, zum Beispiel Schulden. Wertes Publikum, ich hoffe, Sie sind jetzt endgültig wach. Ich danke Ulrike Herrmann und Cem Özdemir für das Eröffnungsgespräch, das diesen Zweck hatte. Und ich hoffe, das will ich jetzt doch sagen, dass Sie wenigstens ein bisschen was mitgenommen haben, auch für die Frage, was sind eigentlich die Ziele von Einnahmenideen und was ist eigentlich die gesellschaftliche Idee, warum wir welche Einnahmen auch immer brauchen. Soweit da noch Fragen offen blieben, wir bleiben dran, wir sind uns einig, das ist eine wichtige Frage. Und damit würde ich gerne an Simone von Stosch übergeben und wir machen gleich weiter und dann gibt es auch einen Imbiss und wieder was zu trinken. Herzlichen Dank.